das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Das Bundesverfassungsgericht ist eine der drei tragenden Säulen unserer parlamentarischen Demokratie. Künftig soll es besser gegen politische Einflussnahme geschützt werden. Die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP sowie der Union einigten sich auf eine gemeinsame Reform. Sie wollen durch eine Grundgesetzänderung die Unabhängigkeit des obersten deutschen Gerichtes stärken. Geschlossen stehen sie da. Ampel und Union wollen mit ihrer Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz ändern, um das Bundesverfassungsgericht besser zu schützen vor einem möglichen Zugriff extremistischer Kräfte. Denn man habe von Osteuropa gelernt. Dass ein solches Gericht angreifbar ist, wenn der einfache Gesetzgeber es in der Hand hat, auszugestalten, wie es funktioniert. Die Grünen befürchten, dass auch in Deutschland Parteien zur Gefahr für die Demokratie werden könnten. Die einfach den Laden brennen sehen wollen und die Verfassung abreißen und das Vertrauen in die Institutionen schwächen wollen. Ampel und Union wollen deshalb im Grundgesetz festschreiben, dass die Entscheidungen des Gerichts bindend sind, die Zahl der Richter, ihre Amtszeit und Altersobergrenze und dass keine Wiederwahl möglich ist. Denn in Ländern wie Polen hätten Tricksereien gezeigt, wie ein Verfassungsgericht andernfalls als Kontrollinstanz ausgeschaltet werden könne, so die SPD. Dass zum Beispiel neue Senate geschaffen wurden oder dass die Altersgrenze runtergesetzt wurde, sodass Verfassungsrichterstellen frei geworden sind, die man dann mit eigenen genehmen Personen besetzen konnte. Die nötige Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Richter soll dagegen nicht ins Grundgesetz aufgenommen werden. Vor allem bei der Union war man skeptisch. Auch bei dieser Frage finden Sie auch am Bundesverfassungsgericht Richter mit unterschiedlicher Auffassung. Und wir haben auch an der Stelle alles abgewogen und hin und her gewendet. Die AfD-Fraktion betont, sie wolle an den Regeln für das Bundesverfassungsgericht nichts ändern. Ich sitze im Rechtsausschuss und wenn so etwas diskutiert würde bei der AfD, dann wüsste ich davon. Ampel und Union begründen ihre Pläne nicht mit den hohen Zustimmungswerten für die AfD. Und doch wollen sie noch vor der nächsten Bundestagswahl das Bundesverfassungsgericht besser absichern. In der Zeit der Corona-Pandemie kam dem Robert-Koch-Institut eine zentrale Rolle bei der Eindämmung des Virus in Deutschland zu. Jetzt hat eine freie Journalistin Dokumente des RKI veröffentlicht. Sie gab an, es handele sich um die Sitzungsprotokolle des Krisenstabs aus der Zeit zwischen 2020 und 2023. Bereits im Frühjahr waren RKI-Dokumente offengelegt worden. Dass darin zunächst einige Passagen geschwärzt waren, hatte für Diskussionen gesorgt. Nur für den Dienstgebrauch waren die Sitzungsprotokolle des RKI-Krisenstabes eigentlich bestimmt. Rund 4000 Seiten, seit heute Morgen nun sind sie vollständig und ungeschwärzt online. Ein früherer Mitarbeiter des Robert-Koch-Institutes soll diese einer freien Journalistin zugespielt haben. Namen von RKI-Mitarbeitenden nun lesbar, auch Details etwa zur Impfung oder zur Notfallzulassung. Und letztlich waren es ja immer völlig eindeutige Entscheidungen, aber die Komplexität des Geschehens, die kam nie an die Öffentlichkeit und das ist jetzt damit nochmal geliefert worden. Bisher hatte das RKI lediglich einen Teil der internen Dokumente nach einer Klage offengelegt. Zu den geleakten Files heute heißt es, man habe diese bisher weder geprüft noch verifiziert. Unabhängig davon wolle man selbst alle Dokumente so schnell wie möglich veröffentlichen. Man sollte damit offen umgehen, was damals intern auch besprochen worden ist. Da stecken jetzt keine Böswilligkeiten dahinter, sondern es ist der offene Umgang mit den Fakten, die man zu den entsprechenden Zeitpunkten einfach nur hatte. Und ich glaube, dann würde das Dilemma, in dem die Politik gestanden hat, auch deutlich klarer zum Ausdruck kommen. Viele Fragen sind hinsichtlich der Corona-Maßnahme noch ungeklärt. Man müsse, so der Virologe, systematisch aufarbeiten, um aus den Fehlern der Pandemie zu lernen. Weitere Einzelheiten und Hintergründe zu den RKI-Dokumenten finden Sie auf tagesschau.de. Die Bundesregierung muss ihr Programm zur Luftreinhaltung nachbessern. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden und damit in großen Teilen einer Klage der Deutschen Umwelthilfe stattgegeben. Demnach gab es mehrere Fehler bei der Prognose für das Programm. Die bisherigen Maßnahmen würden daher nicht ausreichen, um EU-Richtlinien umzusetzen. Diese schreiben vor, Schadstoffe in der Luft zu reduzieren, zum Beispiel Feinstaub oder Schwefeldioxid.
Die Bundesregierung steht in der Kritik, mit Flügen zu den Deutschlandspielen der Fußball-EM hohe Kosten verursacht zu haben. Dabei geht es um 6 Einsätze der Flugbereitschaft der Bundeswehr für Kanzler Scholz und Mitglieder seines Kabinetts für insgesamt 530.000 Euro. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Am teuersten war der Flug zur Partei Deutschland gegen Ungarn von Berlin nach Stuttgart und zurück mit knapp 115.000 Euro. In den USA wächst die Unterstützung für Kamala Harris als mögliche demokratische Präsidentschaftskandidatin. Sie kann schon jetzt auf die Stimmen von genügend Delegierten zählen. Entschieden wird bei einem Parteitag in knapp 4 Wochen. Die Vizepräsidentin gilt als Favoritin auf die Kandidatur. Sie jubeln, als hätte sie die Kandidatur schon sicher. Kamala Harris' erster Auftritt in ihrem Wahlkampfbüro in Delaware. Die US-Vizepräsidentin im Angriffsmodus. Glauben wir an Freiheit? Glauben wir an unsere Möglichkeiten? Glauben wir an Amerika? Und sind wir bereit, dafür zu kämpfen? Denn wenn wir kämpfen, gewinnen wir. Präsident Biden wird per Telefon zugeschaltet. Ich hoffe, Sie werden Kamala mit Herz und Seele unterstützen, wie Sie es bei mir getan haben. Ich stehe nicht mehr auf dem Wahlzettel, aber ich werde mich trotzdem engagieren. Am Mittag trifft Harris in Milwaukee, Wisconsin ein, einem hart umkämpften Swing State. Mittlerweile haben etwa 2/3 der knapp 4.000 demokratischen Delegierten angekündigt, beim Parteitag für sie zu stimmen. Unterstützung auch von Senatoren und Gouverneuren, möglichen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten. Unsere Chancen stehen gut. Eine Staatsanwältin tritt gegen einen verurteilten Verbrecher an. Mit Wahlkampfbeginn tauchen im Netz erste manipulierte Fotos und Videos auf, um die Kandidatin zu diskreditieren. Montierte Bilder und gefälschte Tonaufnahmen. Ein Vorgeschmack auf einen möglicherweise schmutzigen Wahlkampf, der gerade wieder Fahrt aufnimmt. In Umfragen liegt der republikanische Kandidat Trump derzeit in der Wählergunst im Schnitt etwa 4,5 Prozentpunkte vor Harris. Die wahrscheinliche Kandidatin der Demokraten steigt aber gerade erst ins Rennen um das Weiße Haus ein. Ausgang offen. Nach dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump vor 10 Tagen wurde schnell Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte laut. Denn der Schütze konnte bei der Wahlkampfveranstaltung ungehindert auf ein Dach mit direkter Sicht auf die Bühne gelangen. Kimberly Cheadle, die Direktorin des Secret Service, erklärte als Konsequenz jetzt ihren Rücktritt. Zuvor hatte sie öffentlich das Versagen ihrer Behörde eingestanden. Israel setzt im Konflikt mit der Terrororganisation Hamas weiter auf hartes Vorgehen. Die Luftwaffe griff erneut Ziele im Gazastreifen an. Dabei sollen gestern in Khan Yunis nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde 70 Menschen getötet worden sein. Auslöser des Kriegs im Gazastreifen war der Terrorüberfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Bilder aus Khan Yunis im Süden von Gaza. Menschen müssen erneut fliehen, auch aus Teilen der sogenannten humanitären Zone. Das Militär hatte sie gestern dazu aufgerufen. Aus der Region seien Raketen abgefeuert worden, die Hamas erstarke, sagt die israelische Armee. Schätzungsweise 400.000 Menschen sollen sich in der Gegend von Khan Yunis aufhalten. Von Bani Suhaila sind wir in eine Schule geflohen. Von dort nach Khan Yunis, dann zum Meer, dann nach Rafah, dann wieder zurück nach Khan Yunis. Warum machen Sie das mit uns? Wir können so nicht mehr leben. 10 Monate. Wie lange soll das noch gehen? Die Welt schaut zu und jeden Tag werden Kinder wie sie vertrieben. Warum? Worauf wartet die Welt noch? Im Dezember waren israelische Panzer zum ersten Mal nach Khan Yunis vorgerückt. Jetzt erneut Angriffe. Laut dem von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium wurden gestern 70 Menschen getötet. Die deutsche Hilfsorganisation CADUS meldet heute, dass am Sonntag erneut ein UN-Konvoi an einem israelischen Checkpoint in Zentral-Gaza beschossen wurde. Die gepanzerten Fahrzeuge, in denen auch CADUS-Mitarbeiter saßen, seien klar gekennzeichnet gewesen. Die Route hätten israelische Behörden freigegeben. Wir haben dann festgestellt, dass mindestens 5 Kugeln das letzte Fahrzeug in unserem Konvoi getroffen haben. Und 2 der Kugeln haben das gepanzerte Fahrzeug sogar penetriert. Wir hatten also absolut Glück gehabt, dass niemand verletzt wurde. Das israelische Militär teilt auf Nachfrage mit, der beschriebene Vorfall sei ihnen nicht bekannt.
In Warschau haben Frauenorganisationen vor dem Parlament für eine liberalere Abtreibungspolitik demonstriert. Vor knapp 2 Wochen waren Pläne zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gescheitert, weil auch Mitglieder einer der Regierungsparteien gegen den Gesetzentwurf gestimmt hatten. Abtreibung war ein zentrales Thema im Wahlkampf 2023. Polens neuer Regierungschef Tusk hatte eine Reform versprochen. Nun sind viele Frauen im Land wütend. Sie brauchen nicht lange zu suchen. Die Materialien stehen griffbereit. Joanna Wolska und ihre Mitstreiterinnen haben schon oft für ihre Rechte demonstriert. Neu ist, dass sie gegen die Regierung auf die Straße gehen, die sie mitgewählt haben. Mein Kampf geht weiter. Ich fühle mich betrogen, aber ich stelle mich meiner Verantwortung. Vor dem polnischen Parlament Sejm fordern die Demonstrantinnen die Abschaffung des strikten Abtreibungsverbots, das zu den strengsten Europas zählt. Das hatte die Regierung Tusk im Wahlkampf versprochen. Doch vor 2 Wochen hatte der Sejm einen ersten Gesetzentwurf dazu abgelehnt, mit Stimmen aus dem Regierungslager. Sehr zur Freude der oppositionellen PiS. Dabei ging es in dem Gesetz nur darum, die harten Strafen für die Unterstützung einer ungewollt Schwangeren abzuschaffen. Regierungschef Tusk ist selbstkritisch. Wenn mir vorgeworfen wird, dass ich in dieser Angelegenheit versagt habe, dann haben Sie wohl recht. Wir haben in dieser Phase versagt. Für die Regierungskoalition ist das ein ernstes Problem, denn es zeigt, dass sie uneins ist und Tusk sich nicht durchsetzen kann. Damit verärgert sie ihre treueste Anhängerschaft. Der Sieg bei der Parlamentswahl im vergangenen Jahr war nur dank der vielen Stimmen von Frauen möglich, die fordern nun endlich Taten. Dass wir endlich keine Angst mehr haben müssen, schwanger zu werden, und dass wir dann keine Angst haben müssen, dass im Krankenhaus etwas passieren könnte. Joanna denkt an ihre Tochter und will weitermachen. So lange, bis die Regierung Tusk, wie versprochen, die Lage der Frauen in Polen verbessert. Manche Fans reisen um die halbe Welt, um US-Megastar Taylor Swift live zu erleben. Seit dem frühen Morgen kampierten einige von ihnen vor dem Hamburger Volksparkstadion, wo die Sängerin heute und morgen auftritt. Nicht nur bei den Swifties, wie sich die Fans nennen, sind die Erwartungen hoch. Auch die Tourismusbranche erhofft sich einiges von den Konzerten. Die Swift-Mania hat die Hansestadt erreicht. Seit heute früh bringen sich die Swifties oder Fans in Stellung. Die Schwestern Adriana und Julia sind extra aus London eingeflogen. Riesig, jetzt sie noch mal so nah zu sehen und alles. Also ja, wir freuen uns. Das ist schon weird, dass sie jetzt so groß ist, weil wir kennen sie noch so als normalen Star. Und jetzt ist sie irgendwie so larger than life. Are you ready for it? So wie hier füllt der größte Popstar der Gegenwart auch das Hamburger Volksparkstadion. Bei gleich 2 Konzerten werden etwa 100.000 Fans ihr Idol zelebrieren. Die Marke Swift, sie wirkt sich auch wirtschaftlich auf die Hansestadt aus. Wir haben natürlich durch die beiden Konzerte sehr kurzfristig sehr starke Effekte, die durch die entsprechenden Auftritte hier direkt monetarisiert werden. Aber natürlich wird es eben auch darüber hinaus eine Sogwirkung für andere Künstler geben, die dann entsprechend nach Hamburg kommen. Sogwirkung und ökonomische Effekte. Darauf hatte auch Gelsenkirchen spekuliert. Hier startete die Deutschlandtour vergangenen Mittwoch. Hotels deutlich teurer und ausgebucht. Und auch Händler verdienten. Armbänder waren unter anderem stark nachgefragt. Die Erwartungen wurden so stark übertroffen, dass bereits nach 5 Stunden mit den ersten Nachproduktionen von Taylor Swift-Artikeln begonnen wurde und dann Nachtschichten eingelegt wurden. Der globale Swift-Zirkus. Nun profitiert auch Hamm oder besser Taylorburg von dem Hype um den US-Popstar. Am Freitag werden die Olympischen Sommerspiele in Paris eröffnet. Heute gab der Olympische Sportbund bekannt, wer die deutschen Fahnenträger sein werden. Judoka Anna-Maria Wagner und Basketballer Dennis Schröder. Gewählt wurden die beiden von Fans und dem deutschen Olympiateam. Bei der Eröffnungsfeier werden die Athletinnen und Athleten nicht ins Olympiastadion einlaufen, sondern in Booten auf der Seine durch Paris gefahren. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 24. Juli. Bevor sich von Westen Hochdruckeinfluss durchsetzt, überquert der Ausläufer des Tiefs über Südschweden den Osten und Südosten. Dort sind heute Nacht zum Teil noch unwetterartige Schauer und Gewitter unterwegs, die im Verlauf aber weniger werden. Morgen ist es mal stärker bewölkt, mal sonnig. Überwiegend bleibt es trocken und gegen Abend setzt sich in immer mehr Regionen die Sonne durch.
Heute Nacht im Osten noch 17, in der Eifel Abkühlung auf 11 Grad. Morgen Höchstwerte von 19 Grad an der Nordsee bis 27 Grad am Oberrhein. Am Donnerstag meist freundlich mit häufigem Sonnenschein. Im Nordwesten sind ab dem Nachmittag einzelne Schauer möglich. Dort auch Freitag und Samstag gebietsweise Regen, Schauer und Gewitter. Nach Südosten hin freundlicher. Die Tagesthemen und Jessie Wellmer melden sich um 22.15 Uhr wieder. Dann geht es um die Frage, mit welchen Themen Kamala Harris und Donald Trump jetzt im Wahlkampf um das Weiße Haus punkten wollen. Und wir erzählen eine kleine Designgeschichte der Nudel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Dienstagabend.